Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist gerade die Shapebox bei mir eingetroffen, beziehungsweise ich kam von der Arbeit und sie wurde in der Zwischenzeit geliefert. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zu gucken, was sich in dieser Box befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch die Shapebox gehört zu den Boxen, die mir kostenfrei von boxpalast.de zur Verfügung gestellt werden. Deswegen kann ich in diesem Video auch tatsächlich eine an euch verlosen. Also schau dafür unten in die Infobox, da stehen alle Bedingungen drin. Ja, ne? Dann legen wir mal los. Also die Shapebox ist auch so eine Abo-Box, so eine Beauty- und Wellness- und Fitness-Abo-Box. Ich wurde das letzte Mal sehr von ihr überrascht, weil da extrem gute Produkte drin waren. Die kostet immer ungefähr ja so zwischen 24,95 Euro und 29,95 Euro, je nachdem, was für eine Abo-Form du wählst. Und die erscheint alle 2 Monate und ich habe hier einen Spickzettel. Manchmal braucht man das, oder? Da sind mindestens 8 Produkte drin und das ist halt aus dem Bereich Beauty und halt auch Fitness und Food und Lifestyle. Wir gucken jetzt mal rein. Ich habe hier so ein Kärtchen bekommen, weil ich die Shapebox ja zugeschickt bekomme. Und hier steht drauf, Claudia in rosa mit einem Herzchen-I. Ich freue mich. Ah, ich hätte sowas scharf, ne? Ich bewahre die alle auf. Ne? Ich habe so einen Karton, da sind die ganzen drin. Alle Sachen, die mir mal so geschrieben wurden. Wir wünschen dir einen unvergesslichen Sommer und hoffen, dass deine Active Travel Ausgabe deinen Sommer noch schöner und aktiver macht. XOXO Charlotte vom Shapebox Team. Interessant, also Active Travel. Ich habe noch nie so aktiv Urlaub gemacht, ne? Wisst ihr, was das ist? Das ist so, wenn man mit dem Fahrrad in Urlaub fährt oder wenn man, also meine Mama hat das tatsächlich schon öfters gemacht, dass sie da dann im Urlaub irgendwelche sportlichen Aktivitäten machen. Das ist halt auch so gesundheitsförderndes Kram. Das wird von manchen Krankenkassen tatsächlich auch noch gefördert. Also ne, auch mega interessant. Solltet ihr mal bei eurer Krankenkasse nachfragen. Wenn ihr zum Beispiel an der Nordsee Urlaub macht, wenn ihr Asthma habt oder so und da dann irgendwelche Angebote nutzt, dann kann das von der Krankenkasse gefördert werden. Also stimm mal gerne hier oben ab, ob du schon mal aktiv Urlaub gemacht hast, wenn man das so nennt. Ich noch nicht. Ich bin auch kein Ultrasportmensch. Mein Garten ist mein Sport. Mein Hund ist mein Sport. Und mein Garten ist groß. Und mein Hund ist nicht so aktiv, aber auch jetzt nicht so ultra faul. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier drin ist. Also ein Fahrrad kann sich in dieser Box tatsächlich nicht verstecken. Vielleicht ein mini kleines Klappfahrrad? Ich weiß es nicht. Ich bin da immer etwas, Vielleicht Sonnenschutz für draußen, das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn du draußen, also ja, Sonnenschutz für draußen so oder so, aber Sonnenschutz für Sport draußen, ne? Dass man halt quasi, ich habe mal von Ultrasun sowas mit drin gehabt, dass du quasi dann, dass es so schweißresistent ist, ne? Genau. So, dann habe ich hier noch so weitere Sachen drin von Better Foods. Für mehr Sonne in deinem Leben, auch bei Regenwetter. Und das ist eine, das sind Tabletten, D3 und K2 soll da drin sein. Vitamin D3 kenne ich. Das ist ja quasi Sonne, sonnige Stimmung, sag ich mal. Dann hast du wieder einen Gutschein von meinem Müsli. Und so ein Gutscheinheft, wo allerhand Gutscheine drin stehen. Wenn irgendwas Interessantes steht, in der Infobox. Hier haben wir das Glanzstück des Ganzen. Die Shapebox ist echt groß und sie sieht anders aus als sonst. Normalerweise ist das so eine hellblau-türkise gestreifte Box. Und das ist jetzt eine Special-Ausgabe von der Shapebox. Die finde ich hübsch. Die ist pink, die ist rosa, die gefällt mir. Und die ist riesig, die ist schwer. Das ist bei der Shapebox auch immer der Fall. Und der Warenwert ist sehr überraschend. Und hier haben wir das gute Stück. Es ist riesig. Du hast hier so ein Seidenpapier drauf. Und ich rieche kurz dran. Keine verdächtigen Gerüche bewegen sich aus dem Karton. Okay. Und das ist der erste Blick in die Box. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Wenn da irgendwelche Gutscheincodes mit drin sind, verlinke ich dir die unten in der Infobox. Und die Preise schreibe ich dir sowieso hier überall hin. Das erste, was ich rausziehe, ist von Kalusan ein Cremeschaum. Vital bei empfindlicher Haut am ganzen Körper mit Kamille, Mandelöl und Vitaminen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wofür der genau ist, aber ich habe davon tatsächlich auch schon mal das ein oder andere Produkt gesehen. In dem Design auf jeden Fall. Ja, ein Handschaum hatte ich schon mal meinem Freund davon gegeben. Ich glaube, das war auch in der Männerbox mit drin. Und ich hatte davon auch schon irgendwie andere Produkte. Und das ist für empfindliche Haut, für den ganzen Körper. Mit Shea-Butter, Jojobaöl
Und das ist quasi einfach eine Bodylotion, eine Cremelotion. Ich finde es immer wieder witzig, wenn da hinten bei den Warnhinweisen steht, nur zur äußerlichen Anwendung. Aber gut, so. Ja, den schütteln wir mal und den riechen wir mal vor allem. Ihr seht das nicht, aber immer wenn ich was schüttel, dann wackelt mein Bommel da oben. Dann gucken wir uns den mal an. Ich habe mich ja heute, ich mache den mal auf den Arm direkt, wa? Boah, bin ich schwach. Deswegen Shapebox. Ich verstehe, weil man stark sein muss. Und da kommt einfach nur ein bisschen raus. Ist auch interessant. Ich dachte, das macht einmal Knack, ne? Wie das sonst bei diesen Schäumen ja auch immer ist. So. Also ich muss sagen, es zieht wirklich schnell ein. Da kann ich mich nicht beschweren. Das wäre auf jeden Fall vielleicht auch... Auf jeden Fall vielleicht. Ich mag es ja immer, wenn ich meine Videos schneide und mich reden höre, ne? Und dann... was ich da mal für Blödsinn erzähle. Manchmal fällt es mir auch auf. Es wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte für meinen Freund, weil der beschwert sich auch immer darüber, dass Bodylotion so schlecht einziehen und so intensiv riechen. Diese Bodylotion zieht mega schnell ein. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ne? Die ist jetzt ja schon zack eingezogen. Als wäre meine Haut ein Schwamm und hätte es aufgesogen. Geruch ist ultra dezent, also das werde ich meinem Freund geben, weil ich glaube, ich hatte letztens seine Nivea Bodylotion weggeschmissen, die er seit 100 Jahren im Schrank hatte, also das war nicht mehr ansehnlich. Und ja, das klebt auch nicht wirklich, ne? So ein ganz leichtes, aber das geht jetzt ganz schnell auch weg, dieses klebrige Gefühl, geil, also das ist ein tolles Produkt, auch wirklich ein gutes Sommerprodukt. Ob ich das jetzt als Active Summer Holiday Produkt sehen würde, sei mal so dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall eine praktische Geschichte, wenn ein Produkt sehr schnell einzieht, weil dann kannst du ja direkt weitermachen mit dem, was auch immer gerade du so treibst. Deswegen, tolles Produkt, ja. Das hier ist ein Shape. Die Box ist von der Shape. Was ist das hier? Das gute Gefühl, in Shape zu sein. Der wissenschaftlich formulierte Drink zum in Form kommen und in Form bleiben? Hä? Ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht noch irgendwas drin ist oder was muss ich denn damit machen? Ein Quick Cap Shape ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Es enthält Mineralstoffe L-Carnitin, Coenzym Q10, Artischockenblattextrakt, Cranberry-Fruchtextrakt, Kurkuma-Extrakt und Grüntee-Extrakt. Mhm, aber wie mache ich das denn? Täglich den Inhalt einer Kappe gleich eine Tagesportion in ca. 400 ml stillem Wasser durch Schütteln auflösen und zeitnah trinken. Das mache ich doch jetzt mal, oder? Ich habe Durst. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hole mal eben Wasser. Also in der Theorie ist es ja eigentlich so ein Ding, was du so auf so eine Trinkflasche drauf machst. Ich habe jetzt leider keine Trinkflasche da, also nicht so eine schicke wie hier oben abgebildet. Deswegen mache ich mir das einfach in mein handelsübliches IKEA-Glas, was ich mit stillem Wasser gefüllt habe. Dafür nehme ich dieses Moped, öffne es. Hä? Leute, in der Box ist noch so eine Flasche drin. Ich habe gerade mal gewühlt, weil ich mir dachte, die packen doch niemals so ein Ding da rein, was einfach irgendwie nur auf so ein vorgegebenes Viech passt. Ja, das gehört zusammen. Das hätte ich zusammen rausholen müssen. Das hier ist nämlich eine Trinkflasche von Quick Cup. Quick Cup, genau. Und da mache ich jetzt mein Wasser rein. Und das kommt dann da drauf geschraubt und dann kann ich es trinken. So sieht das nämlich aus. Vorbereitung ist alles hier. Das heißt, das trinke ich später und ich hole mir eben Wasser aus der Flasche. Wasser in dem Quick Cap. So, wenn man das jetzt draufschraubt. Kräftig. Ich glaube, das funktioniert so. Da muss ich nämlich hier oben drücken. Jetzt kommt nämlich das Granulat da unten rein. Ich habe nämlich mich die ganze Zeit gerade gefragt, wie zur Hölle. Super. Okay. So, also oben den Nupsi runterdrücken, dann geht das unten rein. Dann das Viech hier oben wieder verschließen, schütteln. Dadurch löst sich das Granulat dann so auf und das Ganze wird echt schön ansprechend. Also von der Farbe her, das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann, wie bei diesen normalen Trinkflaschen, nimmt man das ab. Macht eine kleine Fontäne und dann kann man das trinken, ne? Prost! Wonach schmeckt denn das jetzt? Schmeckt leicht fruchtig,
Ja, also diese Cranberry-Note schmeckst du auf jeden Fall raus. Ich finde es lecker. Finde die es auch immer so merkwürdig, aus solchen Flaschen zu trinken. Oh, klar, ich habe jetzt natürlich Lippenstift drauf, ne? Das ist dann natürlich so ein bisschen kontraproduktiv, aber coole Sache. Doch, das wird auf jeden Fall noch leer gemacht und finde ich lecker. Doch. Interessantes Produkt. Da lernt man echt neue Sachen kennen durch solche Boxen, ne? Das finde ich so großartig. So, mal schauen, was sich jetzt noch in der Box verbirgt. Da bin ich echt gespannt. Softe Reinigungstücher von Balea 5 in 1. Reinigen sanft, entfernen wasserfestes Make-up, schnelle Anwendung ohne Wasser, spenden Feuchtigkeit, Augenmilde ohne Alkohol. Für jeden Hauttyp. Und das ist mit Grapefruit-Duft. Ich habe ja gesagt, ich kaufe mir solche Produkte nicht mehr selber, aber wenn sie halt durch Boxen bei mir landen, dann benutze ich die und behalte die auch. Genau, ich persönlich benutze ja Mehrweg-Waschis oder halt so Mehrweg-Augenreinigungspads oder so. Wenn die aber in solchen Boxen mit drin sind, dann werden die natürlich verwendet. Okay, kommt hier direkt hin? Nein, kommt hier hinten hin. Kommt später dann hier vorne hin. Da habe ich nämlich auch schon andere Tücher stehen, die ich in einer anderen Box drin hatte. Ja, was kommt denn als nächstes? Sebamed, ein Balsam-Deo. Ah, das finde ich schön. Das ist ohne Aluminiumsalze, sensitiv, das ist eine medizinische Hautpflege. Sebamed ist eine großartige Marke. Ich hatte letztens meiner Mama zum Muttertag, glaube ich, eine große Sebamed-Box gemacht. Die war vollkommen außer sich, die fand das super schön. Ja, und das wäre auch was für mich zum Beispiel, wenn ich mich rasiert habe und dann aus der Dusche rauskomme. Mache ich das genau wie die liebe Franka von Frankas Favorites. Da verwende ich dann nicht gerne ein Deo mit Aluminium. Da benutze ich dann lieber Naturkosmetik-Deos. Da habe ich jetzt aktuell das von Bennett Anna in Benutzung, weil mir das von I+M leer gegangen ist. Das kommt in meinem nächsten Aufgebraucht-Video vor. Und sowas ist echt super. Das ist großartig und das ist wahrscheinlich ein Roller. Ja, ne? Also, finde ich toll. So ein Deo kannst du jetzt nicht mit irgendwem teilen und irgendwo auf eine Bürotoilette stellen oder so. Aber das ist eine gute Geschichte für zu Hause halt nach der Rasur. Das Trisoft-Wirksystem mit der Dreifachwirkung bindet Geruchstoffe, hemmt geruchsbildende Bakterien und pflegt die Haut. Das ist ohne Alkohol und deshalb besonders hautverträglich und nach der Achselenthaarung gut verwendbar. Genau. Ja. Ne? Richtig geil. Auch sowas super für den Aktivurlaub. Kann ich mir gut vorstellen, wenn ich Aktivurlaub machen würde. Dann habe ich hier ein Produkt von Revoten. Revoten. Creme bei Bindegewebsschwäche. Oh, schön. Mit Juvinity und Slim Access. Das finde ich super toll. Das ist nicht nur ein Produkt für schwangere Frauen oder für Frauen, die gerade im Wachstum sind, sondern auch für Frauen wie mich zum Beispiel. Ich habe ein total schlechtes Bindegewebe. Vielleicht hilft es sogar, meine Dehnungsfugen wegzumachen. Also das kannst du verwenden am Hals, am Dekolleté, an Oberarmen, Po, Oberschenkeln und das ist ja mega geil. Aha, werde ich auf jeden Fall testen. Das fände ich super, weil ich habe an meinen Oberschenkelinnenseiten echt Streifen, die jetzt mittlerweile nicht mehr lila sind. Ne? Damals, als ich in der Pubertät war, waren die halt echt lila und böse. Mittlerweile sind es halt nur noch so blasse Risse. Ne? Jeder, der sowas hat, weiß, was ich meine. Es ist einfach frech, wenn man sowas kriegt. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das zu verwenden. Und das ist toll, ne? Meine Herren, 175 Milliliter sind hier drin. Das ist schon ziemlich groß. Man muss es zweimal täglich für 8 Wochen nehmen. Also morgens und abends. Da muss man halt wirklich kontinuierlich pflegen, pflegen, pflegen. Und ich guck mal, ob ich das wirklich gebacken kriege. Ansonsten muss ich es halt über einen längeren Zeitraum verwenden. Aber cool, dass sowas mit drin ist. Ist jetzt nicht unbedingt was, was ich jetzt so in einer Aktivurlaubsbox vermutet hätte, aber was auf jeden Fall in eine Shapebox gehört und was ich toll finde. Also das Produkt finde ich super. Mega cool. Von Sophia Thiel. Ach, die kennen wir doch, ne? Silky Jasmin, ein Body Spray. Ja, cool. Das ist ja schön. Ich wusste gar nicht, dass die auch Body Sprays macht, beziehungsweise dass sie eigene Produkte hat. Also ich kenne sie ja nur als Fitness-Guru, wie auch immer. Sieht man sie auf Instagram und Co. Und das ist so ein Bodyspray mit Jasmin und das hat auch so Schimmerpartikel mit drin. Dein Finish für den perfekten Look. Das Bodyspray verzaubert nicht nur mit seinem einzigartigen Duft, es verleiht der Haut ebenso einen besonderen Glow. Gleichzeitig versorgt es die Haut mit Feuchtigkeit. Einfach bei Bedarf auf die Haut sprühen und einen besonderen Frische-Kick genießen. Kann ich mir gut vorstellen, das auf die Arbeit zu stellen, weil es auch eine schöne Größe ist oder mit in die Handtasche zu packen. Cool. Okay, das kommt jetzt nicht in so einem feinen Sprühnebel. Das kommt schon sehr
punktuell. Aber es ist sehr, sehr angenehm kühl. Wir sollen nächste Woche ja richtig, richtig heiße Temperaturen kriegen, bis zu 40 Grad. Und da kann ich mir das super vorstellen, mir das auf die Arbeit zu stellen und dann zu benutzen. Wow, das riecht sehr intensiv. Ob ich den Geruch mag, weiß ich noch nicht so genau. Ein Glow Phthalate ist minimal. Also da siehst du nicht wirklich viel von, ne? Glitzerpartikel, es sind sehr grobe Glitzerpartikel, die habe ich jetzt hier auf den Fingern drauf. Ja, aber es riecht blumig, aber es wäre jetzt nicht so das, was ich mir ausgesucht hätte, muss ich gestehen. Jasmin scheine ich nicht so wirklich zu mögen, weiß ich nicht. Also ich bin ein Rosenfan, aber Jasmin ist mir zu, wenn ich jetzt Oma-lastig sage, ist es auch wieder verkehrt, weil ich mag diesen omahaften Rosenduft total gerne, ne? Diesen klassischen, den man so kennt, den liebe ich. Das finde ich großartig, aber das riecht noch ein bisschen anders. Also das riecht ein bisschen zu schwer, zu derb, zu herb. Ja. In Rose wäre er cooler gewesen, ne? Aber an und für sich als Erfrischung eine tolle Sache. Und wenn man im Aktivurlaub ist, dann möchte man ja auch vielleicht mal irgendwann abends weggehen. Und ja, dann ist es natürlich auch eine schöne Sache, wenn man dann noch so ein bisschen dieses Silky Soft und Glänzende hat. Aber so geil finde ich das Produkt jetzt nicht. So, weiter geht die wilde Reise. Die hatte ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal mit drin. Weleda Sun Edelweiß After Sun Lotion kühlt und spendet Feuchtigkeit mit Aloe Vera. Genau, das ist ein After Sun Produkt. Ich glaube, das letzte hatte ich tatsächlich an meine Schwägerin gegeben, meine Schwägerin in Spee, genau. Und ja, jetzt habe ich noch ein Backup. Ist ja nie verkehrt, ne? Ich muss mal eben kurz gucken. Ja, man sollte es. Nee, man kann es auch noch nächstes Jahr verwenden, weil es bis Oktober 2020 haltbar ist. Aber es ist ein gutes Produkt. Also, es ist mit Aloe Vera, wenn du halt so ein Sonnenbad genossen hast und die Haut dann entsprechend gereizt ist. Also, dass sie halt quasi durch die Sonne nicht mehr so feuchtigkeitsversorgt ist und so. Dann sind solche Produkte gerade mit Aloe Vera echt gut, ne? Also, das sind dann auch Produkte, die ich jedem ans Herz legen würde. Und ja, ne? Das kühlt dann auch noch, wenn du einen Sonnenbrand wirklich hattest oder hast in dem Moment. Und dementsprechend sollte man sowas auch auf jeden Fall im Schrank haben, wenn dann halt der Sommer kommt. Aber ja, nicht fünf davon, so wie ich. Rotbäckchen, guter Start. Gut versorgt in den Tag mit 10 Vitaminen und Kalzium. Was ist das? Ein Meerfruchtsaft mit 10 Vitaminen und Kalzium, ein Direktsaft. Ach, Rotbäckchen hat man doch damals als Kind immer von der Oma bekommen, oder? Ne? Wenn die Omi sagte, das wird was. Ne? Muss er wachsen. Ist gut. Okay, das ist dann für den Tag, also für den Morgen wohl eher. Also wir haben es jetzt 5:30 abends. Also, Rotbäckchen, guter Start, leistet einen wichtigen Beitrag zur täglichen Versorgung mit Vitamine und Kalzium. Kalzium trägt zu einer normalen Muskelfunktion und zur Erhaltung normaler Knochen bei. Roter Trauben, Apfel, Aronia, Holundersaft, Bananenmark, Heidelbeer, Brombeersaft und ganz viele Vitamine, Leute. Ei, ei, ei. Ja, ich werde es jetzt mal probieren und wahrscheinlich morgen dann leer trinken, weil ich habe ja hier noch meinen Mega-Drink, den ich auftrinken möchte. Du riechst dieses ganze Obst, als hätte ich jetzt einen Obstsalat in der Hand. Also, Prost. Schmeckt ganz normal nach Traubensaft. Sehr, sehr lecker. Ich wollte ihn nur ein bisschen probieren, aber er schmeckt so gut. Doch, mag ich wohl. Das werde ich morgen auf jeden Fall leer trinken. Das ist gut. Ja, und sowas kannst du dann auch ganz gut gebrauchen, wenn du dann unterwegs bist, ne? Dann Aktivurlaub machst. So, was haben wir hier noch? Meine Herren, wir haben hier ganz schön viel zu essen heute drin, ne? Das ist verhungern, verdursten werde ich nicht. Hier habe ich nämlich von Y Food, This is Food, Ernährung der neuen Generation. Sowas hatte ich auch schon mal. Das ist Fresh Berry. So sieht das aus. Das ist halt, sieht aus wie ein Drink. Ausgewogene Trinkmahlzeit. Guten Appetit wünschen Ben Noel. Laktosefreies Milchmischgetränk mit hohem Proteingehalt, Vitaminen, Mineralstoffen und Beerengeschmack. Ultrahoch erhitzt mit Süßungsmitteln. Reich an Proteinen, an Ballaststoffen, 26 Vitamine und Minerale. Das ist laktosefrei, glutenfrei und ohne Zuckerzusatz. Sehr gut. Das ist schon mal sehr positiv. Und ja, die sitzen in München. Wisst ihr was? Das probieren wir doch mal. Sowas muss man doch garantiert vorher schütteln. Ich glaube, ich hatte das mal als braune Packung oder so, wenn ich mich so richtig erinnere. Ja, und mit Beere kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mag.
Hier steht auch, Shake Well. Mhm. Wahrscheinlich, weil da irgendwie auch ein Pulver drin ist, was irgendwie, dieses Proteinpulver, was damit vermischt werden muss. Dann hat man hier so ein Ding, was man abziehen kann. Dann sieht das natürlich relativ aus wie Erdbeermilch. Riecht wie Beerenmilch. Prost. Moment. Damals im Krankenhaus, wenn meine Oma oder mein Opa im Krankenhaus lag, habe ich immer so ein Trinkpäckchen von denen bekommen, was die da zum Essen bekommen haben. Da war ich auch noch recht jung und dann durfte ich das halt trinken. Und es hat genau so geschmeckt. Ich finde es nicht lecker. Echt nicht. Aber es erinnert mich gerade daran. An meine Kindheit. Merkwürdiger Geschmack, Leute. Echt. Also so wie Bärenmilch. Aber dann so ein leicht dumpfer Unterton. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Also das... Ich würde sagen, müsst ihr selber probieren. Aber ob man das probieren muss, weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Es wird nicht verschwinden. Es wird heute definitiv aufgetrunken. Aber sehr merkwürdig. Hat auch so ein bisschen so eine Kakao-Unternote. Ob man... Flüssignahrung haben muss. Ich bin ja kein Fan von diesen ganzen Protein- und Eiweißshakes und so weiter. Ne? Ich möchte, wenn ich Eiweiß möchte, esse ich mir ein Ei. Wenn ich Proteine essen möchte, esse ich mir, keine Ahnung, Nüsse oder was auch immer man halt essen muss, um Proteine zu kriegen. Aber nicht sowas. Oder esse mir halt einen Sojasalat. Aber... Also ich möchte mein Essen auch richtig sehen und nicht in pürierter Form haben. Dafür bin ich noch ein bisschen zu jung. Dann habe ich hier ein Produkt drin von Tete Sepp. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Aromadusche mit Kokoswasser, weißem Pfirsich, Timurpfeffer, Blaubeere, Jasmin. Das ist Created by Michalski. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich bei mir jetzt gerade im Badschrank stehen, dass ich das demnächst mal benutzen möchte. Kokoswasser... Weiß ich nicht, ne? Muss ich erstmal gucken, ob ich das haben möchte. Ansonsten wird das auf jeden Fall weiter wandern und ja, ist ja noch original verpackt. Riecht aber gut, ne? Also ich weiß nicht, wie das unter der Dusche sich fällt. Das habe ich noch nicht getestet. Aber da riechst du mehr diesen weißen Pfirsich als halt das Kokoswasser. Das ist halt für mich dann immer positiv, weil ich mag ja keinen Kokos. Ja, das ist ein Duschgel. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Ich glaube schon, oder? Aromadusche habe ich gesagt, ne? Ja, genau. Ja, im Aktivurlaub sollte man sich auch duschen, ne? Deswegen macht das Sinn. Stop talking, start walking. Das ist so eine Tasche. Was ist das für eine Tasche? Kann man so tragen. Ich muss mal kurz spicken. Eine Clear Travel Bag. Die stylische Travel Bag aus wasserfestem PVC ist ein echtes Allround-Talent. Du kannst sie als Kosmetiktasche auf Reisen benutzen. Ja, aber das wäre mir zu... unordentlich. Sie wird dein Gepäck vor auslaufendem Shampoo oder Duschgel schützen. Ja, ist nett, aber dafür habe ich doch eine eigene Tasche. Egal. Des Weiteren kannst du sie am Strand oder See für deinen nassen Bikini benutzen. So, das macht Sinn, dass man sich das in die Tasche packt und wenn man dann schwimmen war, dass man da den Bikini reinmacht. Ne? Das ist schlau. Ja, das ist schlau. Das macht Sinn. Das finde ich gut. Aber jetzt nicht für... Das ist doch... Nee, also jetzt für meinen Koffer würde ich das nicht nehmen, dass ich das da reinmache, um in da Shampoo oder sowas reinzumachen. Das hat hier so oben diesen Nupsi. Und dann kann man das so aufmachen. Boah, das riecht auch wie eine Luftmatratze, ne? Oder ja, wie eine Luftmatratze. Oder wie diese Gummitierchen, die man aufblasen kann. Ja, und das ist halt so eine Tasche. Und ich denke, durch diesen speziellen Verschluss hier oben hält das dann besonders dicht. Na, wenn du das sagst, dann wird das so sein, ne? Den Spruch finde ich ganz witzig, stop talking, start walking, aber der wird mich jetzt nicht animieren, Sport zu machen. Und hier haben wir noch so ein Ungetüm von Ding. Was ist das? Das ist orange. Das ist ein Rucksack, oder? Guck mal. Das ist doch garantiert eher ein ganz leichter, ultraleichter Rucksack. Dem kannst du dann entsprechend walken oder so. Den kannst du dir theoretisch... So verstauen? Ja, das ist eine gute Idee. So, wenn man shoppen geht oder so, dass du halt nicht immer dann diese Tragetaschen hast, wo du Sachen reinmachen musst, sondern dann kannst du dir den ummachen. Und der passt auch, wenn man den klein macht, super in eine Tasche rein. Das ist eine coole Sache.
So sehe der Rucksack dann entsprechend getragen aus. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Also da muss ich wirklich sagen, ist jetzt von der Qualität her eher so ein Billo-Stoff, ne? Also gefühlt ist es jetzt nicht irgendwie das Hochwertigste. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil wenn du das wirklich für das nimmst, was ich gerade, ne, mir überlegt habe, dann ergibt das Ganze einen Sinn. Guck an. Dann kannst du den aufmachen und dann hast du hier auch noch eine Innentasche mit drin. Das ist auch ganz praktisch. Dann kannst du hier noch irgendwas dran aufhängen, damit irgendwas nicht verloren geht, weil das halt so ein Mini-Plastikkarabiner hat. Nee, ist kein Karabiner, so ein kleiner Haken halt, ne? Ja, da geht auch gut was rein. Jetzt nichts Schweres oder so, ne? Das werden die Nähte wahrscheinlich nicht halten, aber cool finde ich den auf jeden Fall. Den kannst du Größen feststellen. Und dieser Rucksack soll 12,99 € wert sein. Ja, das habe ich nämlich auch gerade so ein bisschen gesehen. Das finde ich natürlich heftig, ne? Ich meine, ja, ist schon praktisch. Werde ich mir auf jeden Fall mit in die normale Handtasche geben, weil da geht gut was rein. Das finde ich schön, das gefällt mir. Muss man aber auch nicht immer nur zu Sportaktivitäten nutzen. Das kann man auch für ganz normale Aktivitäten benutzen, finde ich. Und das war's auch schon wieder mit der Box. Ich fand die Box schön. Relativ wenig so Beauty-Kram, also mehr wirklich für Aktivitäten, für Sport und ja, sei gerüstet für den Sommerurlaub, was ich per se ja ganz gut finde. Es ist mal ein anderes Thema, das gefällt mir, weil ich ja so viele verschiedene Boxen habe, gefällt mir das, wenn dann irgendwas auch mal ein bisschen außergewöhnlicher ist. Deswegen finde ich die Box richtig, richtig klasse. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Wert der ganzen Produkte ist. Es überrascht mich ja immer wieder aufs Neue. Es ist auf jeden Fall über 100 €, aber ich blende dir hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Wie gesagt, höher als 100 € würde ich sagen schon. Ja, das definitiv. Ja, denk an die Verlosung. Also alles dafür unten in der Infobox zu finden. Ne? Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!